Brauchen wir von dem hier wahrscheinlich aber noch, ne? Auch das gibt wieder genug Quarz im Nether, nachdem der Funk hier damals durchgerannt ist, war hier nichts mehr. Das war krass. Also Funk und dann habe ich ja noch ein bisschen was davon gebraucht und dann ging es richtig los. Da war hier überhaupt nichts mehr. Okay, da gehen wir gleich mal durch. Hier war noch irgendwo so ein Pilz gerade. Ein Pilz! Pilz, Mickey! Ich finde es gut, wenn du humorvoll mit deinem Scheidenpilzproblem umgehst. Ja, natürlich. Ich habe meinen Scheidenpilz ziemlich gern, muss ich sagen. Mit dem kann man sich auch mal gut unterhalten, weißt du? Okay. Ciao. So. Wie heißt denn dein Scheidenpilz? Pilz. Bist du ein Frühstücksradio-Kind? Was? Bier mit Tzatziki? Was? Wer war das? War das ein Swine? Okay, ja gut, ich würde dann so langsam wieder aus dem Nether rausgehen. Ich meine, das ist zwar alles ganz cool, wobei hier gibt es bestimmt eine Menge, ne? Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe Angst, dass wir uns verlaufen. Also hier gibt es bestimmte coole Sachen jetzt und ich glaube, es wäre auch nice, wenn wir vielleicht mal hier was bauen würden. Ne, wir haben ja noch nie was im Nether gebaut, aber wäre bestimmt mal ganz cool. Ich fände es ja immer noch cool, wenn wir uns so ein Dingens bauen. Wo wir uns so ein Dingens bauen, vielleicht einfach hier unten eine Station bauen. Okay. Au. Kann man diese Viecher eigentlich mit auf die richtige Welt nehmen? Oder braucht es dafür wieder Eier? Oh Gott, Himmel! Der Mutti! Au. Ich bin's, der Clemens! Hm? Ich will wieder Hacke-Peter-Steak! Okay. Was? Die sterben in der richtigen Welt? Ach so. Okay, ich dachte schon, Kathi möchte zu Ostern nächstes Jahr wieder Eier verteilen. Aber wenn die sterben, ist natürlich doof. Ich frage mich gerade, wo ging es jetzt nochmal zurück? Sag mal. Wie sind wir hier hochgekommen? Okay, hier definitiv nicht. Gehen wir da drüben? Hier geht's glaube ich wieder hoch, ne? Hier hatten wir uns hingebaut. Ja, ja, ja. Hier haben wir uns hingebaut. Da geht's zu unserem Portal. Die sterben nicht, die verwandeln sich. Ach so. In normale Schweine oder was? Das Ding ist hier im Nether bauen ohne. Also so. Ja, keine Ahnung. In Zocklins. Also Zombieschweine in etwa. Okay, wäre bestimmt auch mal interessant zu sehen, ne? Ja, im Nether bauen ist immer schwierig und auch so, ich möchte fast sagen, ein bisschen nervig. Ich nehme hier gerade nochmal was mit. So. Ah, schön. Okay, wir haben jede Menge neuen Stuff. Wir werden eine neue Netherkiste, glaube ich, brauchen.
Ja, ich glaube, wir brauchen eine neue Netakiste. Aber ist sehr interessant, was sie da so gemacht haben, auf jeden Fall. Ist cool, dass es damals mal ein bisschen was Neues gibt. Ich meine, im Neta bauen an sich wäre immer noch cool, aber... Ja, es gibt bestimmt noch eine Menge, was wir jetzt nicht gesehen haben, ne? Gibt bestimmt eine Menge, was wir noch nicht kennen. Warum Dryan und Kati da gestorben sind, verstehe ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also, das ist mir halt wirklich ein Rätsel, aber gut. Ich meine, ja, Ninja war auch nicht von Anfang an ein guter Fortnite-Spieler, weißt du? Schwimmbad Pommes, dankeschön. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Dankeschön. Was ist denn hier los? Was ist denn hier passiert, sag mal? Wie viele Tintenfische kann man haben? Wow. Wow. Naja, die haben Spaß, ne? So. Ah, schön. Wir müssen nochmal wieder unsere Tiere füttern. Damit aber wieder ein bisschen Nachwuchs ist. Überbevölkerung, da muss mal wieder jemand nachhelfen. Ja. Wie geht's eigentlich den Füchsen? Ich hoffe, den Füchsen geht's gut. Und die leben alle noch. Schwimmbad Pommes, ich hab zu danken. Dankeschön. Gute Nacht. Hier mal runter. Runter. Au. Nether. Wir hatten hier schon mal eine Netherkiste, oder? Hatten wir hier nicht eine Netherkiste? Netherkiste. Da. Okay, wir werden... Uiuiui. Wir werden, eine neue Netherkiste brauchen. Ich nehme die hier mal mit. Und dann machen wir hier eine Netherkiste, wo wir solche Items reinpacken. Wie das hier, wie das hier, wie das hier. Rohes Schweinefleisch, okay. Knochen packen wir da noch mit rein. Leder, okay. Irgendwas hat auch Leder gedroppt. Das ist interessant zu wissen. Und dann packen wir hier einfach Netherplöcke rein. Ja, das Quarz müssten wir halt mal eigentlich auseinanderdifteln hier, ne? Okay, pass mal auf, machen wir das Schild hier gerade mal weg. So. So, dann machen wir Netherblöcke rein. Wir könnten hier theoretisch gesehen gleich nebendran die Kiste machen, wo wir Nether Items reinpacken. Ja, die Träne, ich weiß nicht, wo haben wir... Ach, hier haben wir die Gasträne. Guck mal, da haben wir schon 5. Was kann man mit Gasträne nochmal machen? Wisst ihr ja auch nicht mehr, ne? Doch, ihr wisst es bestimmt. Der Chat weiß alles. Der Chat weiß alles. Okay, wir haben noch ein Dorfbewohner-Spawn-Ei. Was machen wir damit? Wir haben übrigens noch 3 Enderperlen, ne? Also, wenn ihr die braucht, gerne... Wenn ihr die Enderperlen braucht, liebe Mods, nehmt euch die gerne aus der Kiste raus, ne? Ich brauche die jetzt nicht unbedingt. Ihr braucht die wahrscheinlich eher wie ich. Oh Gott, das ist alles so durcheinander. Wo habe ich denn die? Hier. Ja, diese Banner sind einfach sinnlos. Die Banner sind gefühlt einfach sinnlos. Okay, Knochen haben wir noch und Leder. Leder. Haben wir noch? Doch, haben wir, ne? Haben wir nicht? Haben wir keinen? Haben wir keine Fichtenbaumsetzlinge, sag mal? Enderkristalle? Hast du das wegen den Bauwerken gelesen? Nee, habe ich nicht. Ich bin ja gerade hier am Gucken gewesen, ne? Schreib gerne nochmal rein. Ich gehe mal gucken, wie es den Füchsen geht. Ach, die Fichtensitzdinge haben wir... Ja, okay, stimmt. Die habe ich ja Erik gegeben. Richtig. Ach, guck mal, da ist auch viel Holz drin. Ich nehme das mal mit. 1, 2, 3.
4. Jo, denen geht's gut. Vielleicht kann man ja bereits bestehende Bauwerke im Nether quasi übernehmen. Wäre cool, du musst dich nicht in Gefahr bringen. Wie heißen die nochmal? Diese. Ja. Festungen. Nether-Festungen. Du kannst Banner und dein Schild kombinieren. Das sieht schöner aus. Okay. Der Wald von Erik sieht klasse aus. Wir können ja mal gucken gehen, wenn ihr Bock habt. Ich fand den damals, also ich war das letzte Mal, als wir dort waren, fand ich schon sehr interessant. Ja, ich weiß nicht, wir können gerne mal einen kleinen Abstecher zum Erik machen. Dein Schornstein brennt. Mein Bizeps auch. Mein Bizeps brennt. Oder wie ging das Lied? Toll. Warte mal. Ich muss gucken hier, was ist da? Oh, Glas, 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 Glas. Kein Glas. Glas. 2 Kohle reicht, glaube ich, nicht für 18 Schnitzel, ne? Ich glaube nicht. Der wahnsinnige Übertreiber. Ja, wie gesagt, wir können gerne mal gucken gehen, wenn ihr wollt. Ja, warte, Elfin. Ich gehe kurz raus. Easy. Aus der Gasträne kann man einen Trank der Regeneration brauen und einen Netherkristall. Okay. Wir müssen uns endlich mal um Tränkebrausystem-Dings kümmern. Das brauchen wir endlich mal. Ist wieder Tag? Ja. Ja, das müssen wir uns endlich mal machen. Wir müssen einen zum Tränkebrauen. Weil das scheint ja doch relativ, naja, ich will nicht sagen wichtig zu sein, aber es ist schon, glaube ich, nice to have, wenn man Tränke brauen kann. Der Falco hat einen guten Hinweis bzw. einen guten Einwand. Warte mal. Falco. Rock me Amadeus. Amadeus, Amadeus. Die Füchse werden irgendwann die Ranken hochklettern und dann fallen. Gut, ich sag's mal so. Das nennt man dann natürliche Selektierung. Oder? Luxi, Dankeschön für 39 Monate. Klexi, Dankeschön für 3 Monate. Und Sprenger, Dankeschön für deinen Euro. Moin Tobi, wie war dein Tag? Sprenger, mein Tag war heute besser als gestern und vorgestern. Selektion, ja, Selektion, Selektierung ist natürlich das Gleiche. Müssen wir die Ranken wegmachen. Oder was? Aber ich habe jetzt kein Glas dabei. Aber meint ihr wirklich, dass die da hochklettern und dann tot sind? Das glaube ich nicht, oder? So doof kann doch keiner sein. Nur die an einer Wand. Morgen. Ah? Ja, muss ich die wegmachen oder was? Hier, die so runterhängen, die müssen alle weg. Ist jetzt noch nichts passiert. Ja, ich finde das jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber okay, wenn ihr meint. Dann machen wir sie weg. Au. Die Tiere, die 3 Blöcke hochspringen können, sollen wegen Fallschaden sterben. Ja. Nun.
Mach einfach ein Schild und schreib drauf, Klettern verboten. So. Ach ja, Musik ist aus, stimmt. So, Musik ist wieder an. Hab ich ganz vergessen. Warte mal, ich nehme die Erde hier gerade mal noch mit, dann können wir nämlich die Kiste hier wegbauen. Ja, warte, dann soll ich die Kiste auch wegbauen. So, und das Ding hier auch noch. Eevee. Du spielst ohne Shader, ja. Ja. Aber nur heute, beziehungsweise, ich weiß nicht wie lange, ne? Shader ist noch nicht geupdatet, das ist die neue Minecraft-Version, ne? Mit neuem Shader und so, 1.16.1. Kann das sein? Ja. Und da gibt's noch keinen Shader und auch noch kein Optifine. Zumindest nichts, Gescheites. Was gut läuft, gell? Ich will nicht, dass ihnen nichts passiert. Ich weiß nicht, ob die da sterben können. Nein, ich denke nicht. Also wie Kati schon sagt, die können so hoch springen bei, ne? Wegen der Höhe von dem Zaun. Und dann glaube ich nicht, dass die bei so einer Fallhöhe sterben würden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, ich weiß es nicht, ne? Ich bin jetzt nicht der Profi in dem Spiel, um das zu wissen. Aber, ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Aber ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Alter Buddy Joe, was ist mit dir? Der T-Rex hier würde dich ja gerne umarmen, aber meine Arme sind leider zu kurz. Lel. Buddy Joe, vielen, vielen Dank. Ich würde aber auch den T-Rex umarmen. Wahrscheinlich würdest du mich dann fressen, aber ich würde auch den T-Rex umarmen. Schön. Buddy Joe, ich danke dir vielmals. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wir brauchen gar nicht hier hoch, ne? Wir können einfach hier runter. So. Und ich dachte mir... der Erik braucht bestimmt noch ein paar Waldtiere. Ich bringe ihm mal ein paar mit. Weißt du schon, dass Optifine dafür schon geht? Pan hat das schon hinbekommen. Ja, aber ich habe gehört, dass das wohl noch ziemlich instabil sein soll. Und deswegen habe ich es jetzt erstmal gelassen. Und ich hätte sowieso jetzt vorm Stream, habe ich sowieso nicht gemacht. Von daher, easy. Passt schon. Das passt. Der Herr Johnny, Dankeschön für 5 Monate und Pandor... Was? Panda-Rochen. So rum. Dankeschön für deinen Prime-Sub. Herzlich willkommen. Felix, das Spiel gecrashed. Ja, siehst du, das will ich eigentlich ungern. Was? Du nutzt nicht zufällig das Bidynamic MMX300 samt Mikro im Küchen und das Stream steht nicht dabei. Was tust du denn? Sepp mit 3E. Dankeschön für dein, Dankeschön, was sag ich? Dankeschön. Bullshit. Nein, mach mal Ausrufezeichen Headset. Da kriegst du alle Informationen, da kriegst du alle Infos bezüglich des Mikrofons. Ausrufezeichen Headset. So rum. Ist das Bidynamic. DT-797PV habe ich damals kennengelernt, beziehungsweise habe ich damals empfohlen, nicht empfohlen bekommen, aber ich habe es damals kennengelernt durch German Brownie. Das ist auch ein Streamer, wo ich sehr, sehr gerne mal reingucke und der hat das auch benutzt und ich war vom ersten Moment an total überzeugt von diesem Headset, weil sich das so geil angehört hat. Kittelchen, du musst das, also es hat gerade oben schon jemand gepostet, der Squally hat es schon gepostet und darunter hat auch der Mobot schon gepostet, das Ganze hat einen Cooldown, ne? Das kannst du jetzt nicht 5-mal spammen oder sowas. Das geht nicht. Super Streamer, absolut. Absolut. War nicht gerade die Elflin hier? Zum Papa der Lurch? Mutter der Drachen? Cassie-Paradies? Trockenholz? Oder geht's nach Elflin? Okay, krass. Ist krass, wie das hier wächst, ne? Finde ich toll. Ich finde das toll. Achso, das geht nicht. So. Kennt ihr ja schon, ne? Oh, guck mal hier. Hä, das ist ja neu. Wer hat das Ding gebaut?
Wie lange bist du schon Frankfurt-Fan? Bestimmt schon seit gut 18, 19 Jahren. Seitdem ich was mit Fußball am Hut habe. Guck mal hier, voll nice. Hä? Bin ich so fett? Das kann doch nicht lange sein, nee. Elfen hat zuletzt gefragt, ob sie den Tunnel ausbauen darf. Ach was, cool. Ja, mega. Sehr schön. Das ist ja geil. Ich bin gespannt, wie der am Ende aussieht. Und weiter geht's. Alter. Elfle, wie viele Spitzhacken hast du gebraucht? War das in Creative? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich bin so fett. Keiner antwortet. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Aber das ist das versteckte Mobbing im Chat. So ist, so. Ja. Exadon, danke schön für dein Prime Sub. Vielen, vielen Dank. Eine Stunde Fahrt, nee, so lange ist es nicht, aber ich glaube 10 Minuten sind es schon. Logisches braucht man nicht erwähnen. Ja, ja. Huch! Hallo! Sprenger, danke schön für deine Euro. Wie fandest du am Montag das Spiel hier Heidenheim gegen Bremen? Ja, spannend. Spannend auf jeden Fall. War sehr, sehr spannend. Werder hat das 1-0 gemacht und dann war lange Zeit, war das so ein bisschen offen, weil Bremen die Chancen nicht gemacht hat. Ich habe eigentlich gedacht, Heidenheim macht auch den Ausgleich und es wird richtig spannend am Ende. Ja. Ist dann tatsächlich nicht so gekommen, aber ich habe eigentlich die ganze Zeit damit gerechnet, dass noch, dass Heidenheim noch ein Tor macht. Habe ich eigentlich fest damit gerechnet. Und jetzt sind wir ganz ehrlich, ob es jetzt verdient war oder nicht. Das ist, bei Relegation geht es nicht ums, geht es nicht darum, ob es verdient ist oder nicht. Da geht es überhaupt nicht drum. Ob wer da jetzt verdient weitergekommen oder verdient in der Liga geblieben ist oder nicht, ist scheißegal. Das ist vollkommen wurscht. Buddy Joe, ich weiß nicht, ich hatte vorhin überlegt, ob wir heute eine Runde ETS nachher noch fahren. Hatte ich überlegt gehabt. Ob wir nachher noch vielleicht ein, zwei Touren fahren oder so. Das sehe ich so um 12 bis um 1. Halt ohne Lenkrad, dafür halt mit Controller, aber... Dein Ernst? Ja, weiß nicht, eine Stunde wenigstens oder so. Haben wir ja letztes Mal auch gemacht, da haben wir Minecraft gespielt und danach noch eine Runde Bus-Simulator. Meine erste Minecraft-Welt hatte eine U-Bahn zum nächstgelegenen Dorf von meiner Insel aus, 10 Minuten Fahrzeit. Krass. Ja, ich glaube, hier ist das auch. Ich glaube, es sind fast 10 Minuten, oder? Hat das mal jemand gestoppt, die Zeit? Ich glaube, es sind hier fast auch 10 Minuten. ETS hatten wir schon lange nicht mehr wirklich nice. Ja, ja, gerne. Habe ich Bock drauf auf jeden Fall.